Kuckuck, ja, hallo. Ganz liebes Hallo auch an die neuen Abonnenten, da ja leider unser Uwe, der Snooze-Freak, nun leider doch schon so schnell aufgehört hat. Ja, bin jetzt wohl ich der, an dem es liegt, der die Snooze-Reviews hier weitermacht. Entschuldigung, dass ich mich erst jetzt melde so richtig, weil die anderen Videos waren vorproduziert und die habe ich dann noch hochgeladen. Und da wusste ich noch nicht, dass der Uwe so schnell aufhört. Ich hatte halt auch gedacht, dass er am 26.06. eigentlich dann erst Schluss macht. Aber nun ist es schon vorher. Erstmal vielen Dank. Also ich habe über, glaube ich, 35 Abonnenten oder so binnen 48 Stunden gekriegt. Vielen, vielen Dank dafür. Also wir sind jetzt auch schon bei 800. Das ging jetzt so ratzefatz, da war ich jetzt wirklich gar nicht so schnell drauf gefasst. Deswegen seid mir nicht böse, wenn wir das 800 Abonnenten-Special dann ein bisschen weiter nach hinten verschieben, weil wir im Moment ein bisschen viel zu tun haben, auch mit diverses Bier. Wir machen jetzt das 100 Abonnenten-Special und aber es wird da auch auf jeden Fall noch was kommen. Ja, dann möchte ich euch begrüßen. Jetzt müsst ihr leider mit mir so ein bisschen Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist dann auch in Ordnung. Ja. Wer noch was erstmal gucken möchte, so bevor das jetzt los, wer noch wissen möchte, wer ich überhaupt bin und so weiter, schaut einfach mal so in das diverse Kanal, ein Jahr Special oder so. Da könnt ihr dann gerne gucken, weil wir machen auch hier Schnupftabak, Dip, Kautabak, halt alles, was so raumloser Tabakgenuss ist. Und ist also nicht nur Snooze und bei uns ist das immer ungefähr so, montags ist immer Dip Chew-Tag, also amerikanischer Tag. Wenn nichts amerikanisches da ist, gibt es dann Snooze. Mittwoch ist Schnupftabak. Freitag ist Snooze und Sonntag ist wieder Schnupftabak oder irgendwas Besonderes. Ne? Wenn es irgendwas ganz Besonderes rauskommt, dann werden wir den Sonntag dafür nehmen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Nun wollen wir auch endlich starten. Wir kümmern uns heute um den CW Obel Snooze. Und das ist schon mal einer, den gibt es gar nicht mehr. Und den möchte ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten, denn er ist sehr lustig. Also bis gleich. Herzlich willkommen hier beim Snooze Review. Heute endlich das erste Snooze Review seit letzten Freitag. Oder ich sag mal, das erste Snooze Review, nachdem der Snooze Freak sich verabschiedet hat. Und ja, jetzt geht's weiter bei YouTube mit Snooze und das bin jetzt nun mal, wie gesagt, leider ich. Und ja, wir kümmern uns heute um den CW Obel Snooze. Der sieht schon mal auf den ersten Blick etwas komisch aus. Wir hatten schon mal den Göteborgs Snooze gehabt. Der hat auch diese komische Verpackung. Das heißt, wenn ihr da noch mal ein bisschen in die Vergangenheit reinguckt, könnt ihr euch auch noch mal das angucken mit dem Göteborgs Snooze. Und jetzt geht es um den CW Obel Snooze. Und den habe ich zugeschickt bekommen von dem Snooze Board. Die haben mir mal eine große Karton zugeschickt mit übergebliebenen Dosen. Und da war der mit bei. Wir hatten ja schon den Göteborg. Dann gibt es noch den CW Obel Snooze. Und es gibt noch den Bornholms Snooze. Den haben wir auch noch da. Den werden wir auf jeden Fall auch noch mal vorstellen. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Verpackung an und gucken dann mal, was das für Besonderheiten eigentlich sind bei diesem CW Obel Snooze. Ja, so sieht die Verpackung aus. Das sieht jetzt im Prinzip aus wie eine Cremedose. So habe ich das immer gesagt. Oder so eine Dip, also Dipdose von Surcreme oder Aioli oder so. So sieht das aus. Ja, das ist im Prinzip recht schlicht gehalten. Hier steht CW Obel Snooze. Das Ganze wird hergestellt von der Scandinavian, oder wurde hergestellt, es gibt ihn leider nicht mehr, von der Scandinavian Tobacco Group, kennen wir für die Schnupfer. Alpenprise zum Beispiel macht das, die machen auch die Alpenprise und so, also schnupftabakmäßig jetzt nicht ganz so toll. Das Ganze wurde in Dänemark hergestellt, ähnlich wie bei Sander. Ob bewahre es bei 4 Grad, denn ist hier unten nochmal, wie viel da drin ist, 40 Gramm. 25 Kronen hat das Ganze gekostet. Bis wie lange das haltbar ist, gut, ist jetzt ein bisschen drüber, aber ich hatte ihn auch im Eisfach gehabt. Und ja, hier ist ja nochmal der Warnhinweis drauf.
auf Dänisch, denn den konnte man damals in Dänemark auch kaufen. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das Ganze mal auf. Und hier haben wir eigentlich schon eine recht interessante Sache. Also wir haben hier einen super schwarzen Snus, der ein bisschen, der ist also nicht ganz so fein, der ist tatsächlich ein bisschen gröber als jetzt zum Beispiel die Swedish Match, Swedish Match Snus Sorten. Und der ist aber im Prinzip relativ cool, weil das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der ist ein bisschen schwierig zu portionieren, das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Aber es geht gerade noch so. Ne? Gut, dann würde ich mal sagen, drehen wir um und werden mal den Geruchstest machen, nach was das Ganze dann überhaupt riecht. Ja, leider gibt es nicht mehr. Man konnte ihn tatsächlich früher nochmal im Internet bestellen, so wie ich rausgefunden habe. Ganz genau weiß ich es nicht, weil ich habe mich da jetzt nur eingelesen. Und das Ganze war, glaube ich, bei Dunpipe oder Dunpiper war so eine Internetseite. Da konntest du auch diesen, ach ja, genau, den Skrö bestellen. Skrö heißt das. Auch von CW Obel, der kommt auch nochmal dran. Wir hatten ja schon mal den Rekord-Skrö. Und die sind ja, die Kautabak sind ja auch schon hervorragend. Und damals konnte man die auch noch bestellen, weil Dänemark hat das so ein bisschen lockerer gesehen mit dem Snus. Jetzt hat Dänemark aber einen auf den Sack gekriegt und darf jetzt natürlich den Snus auch nicht mehr so verkaufen. Ja, das war damals noch ein bisschen anders. Wie gesagt, ich hatte mal eine ganz lange E-Mail-Freundschaft, nenne ich es mal, mit einem Dänen. Und der hatte mir das übrigens, lieben Rolf, Gruß Rolf, falls du das nochmal siehst. Mit dem, der hat mir das damals erzählt. Der konnte auch tatsächlich im Laden, also der ist reingegangen und hat dann gesagt, gut, ich hätte gerne nochmal General Lös. Und dann konnte er sich auch den General Lös kaufen. Das Ganze ist jetzt leider nicht mehr möglich, weil die EU denen da leider, die Idioten, doch nochmal den denen einen auf den Deckel gegeben haben. Und die das jetzt natürlich nicht mehr so machen dürfen. Der war so halblegal in Dänemark. Ja, schade drum. Und deswegen ist es natürlich schade, dass jetzt dieser Snus auch verschwindet. So, dann habe ich aber genug gequatscht. Jetzt wollen wir mal dran riechen, ne? Ja, wir riechen hier ein schön süßliches Tabakaroma raus. Die sind sehr süßlich gehalten. Das war auch schon bei dem Göteborg-Snus so. Das hat das Ganze so nach Zitronenkuchen geschmeckt. Und viel riecht man aber nicht. Ja, sie sind nicht überaromatisiert. Die sind eher so für den dezenten Geschmack. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hauen das jetzt hier mal eine Prise rein. Oder eine Prille, Prise, sag ich schon, eine Prilla. Ne? Und dann wollen wir mal gucken, wie das so funktioniert. Und jetzt, das sieht man nämlich schon, es ist nicht ganz einfach, liebe Freunde. Man kann natürlich auch so ein Prismaster nehmen, aber ich versuche es mal so. Prost. Mit ein bisschen Übung klappt das. Ja, gleich zu Anfang haben wir ein sehr süßliches Aroma, was dann aber doch relativ schnell zu so einem richtig schönen rauchigen Tabakerlebnis wird. Und das finde ich klasse an dem CW Obel Snus. Wir hatten ja den Göteborg Snus, da war es ja so, dass es relativ süß geblieben ist mit einem leichten Zitrushauch. Hier haben wir es süß und mit so einem leichten rauchigen Bouquet, sagt man ja dazu, im Hintergrund. Gut, dann werde ich mal sagen, machen wir erstmal 15 Minuten Pause, lassen den einmal wirken und dann sehen wir uns gleich wieder und dann sage ich euch mal ganz genau nach, was er schmeckt. Also bis gleich. Da sind wir wieder zurück. 15 Minuten sind vorbei und der Geschmack hat sich ein bisschen entfaltet. Wir haben es hier bei dem CW Obel Snus so, dass die, sag ich mal, eher mehr im Hintergrund fungieren, die jetzt also nicht ganz so viel Geschmack haben. Aber wir haben hier wirklich dieses kontinuierliche, schöne Tabaksüße. Ich würde mal noch einen Tick, ganzen Hauch von Lakritz vielleicht noch dazu nehmen. Und ein leichtes, es ist nicht zu penetrant, aber ein leichtes Raucharoma, was auch noch herkommt. Die Komposition von CW Obel finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Eigentlich recht cool gemacht. Deswegen ist es eigentlich auch umso trauriger, dass es jetzt die nicht mehr gibt. Also da muss ich wirklich sagen, sonst bin ich ja nicht wirklich der Scandinavian Tobacco Group Fan. Aber mit den Snus-Sorten haben sie eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Und ich denke mal, das kann man sich ganz gut gönnen. Die Stärke würde ich hier auch mal auf ganz normale 8 Milligramm schätzen. Genau weiß ich es leider auch nicht. Also nicht zu stark, nicht zu schwach. Hier haben wir wirklich einen relativ milden, schönen Snus. Und das Ganze bleibt wunderbar lange schön unter der Lippe. Er verrutscht nicht, krümelt nicht so doll, auch wenn er sehr krümelig ist. Das ist hier nicht der Fall. Ja, kommen wir zum Fazit.
Die Scandinavian Tobacco Group macht eine wirklich gute Arbeit mit dem Snus. Es ist, wie ich sag's nochmal, es ist natürlich schade, dass es den jetzt nicht mehr gibt, weil der hat mir persönlich sehr gut gefallen. Deswegen werde ich jetzt mit ganz großem Bedacht diese Dose dann noch aufnaschen und sie dann in mein Snus-Regal stellen und gerne wieder daran zurückdenken. Vielleicht kommt er irgendwann ja nochmal wieder zurück. Wer weiß, Wunder passieren immer wieder. Und ja, deswegen würde ich ihm in der Bewertung schon eine 8 von 10 Punkten geben. Ich denke, das ist eine faire Wertung. Gerade auch die Dosen sind eigentlich recht praktisch, finde ich. Gerade noch ein bisschen besser als bei den Swedish Match Dosen, die ja doch aus Pappmaché sind. Die ja doch, finde ich zumindest, wo der Snus doch, wenn er denn nicht im Kühlschrank ist, ein bisschen schneller austrocknet, als wie zum Beispiel jetzt aus diesen Dosen. Gut, das war's für heute mit dem Snus. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder mit dem Kentucky Bourbon. Kentucky, aber das, was das genau ist, werdet ihr sonntags sehen. Das ist ein Schnupftabak. Und wir sehen uns dann am Montag hoffentlich mit dem Golden Blend wieder. Jetzt am Sonntag auch nicht vergessen, diverses Bier läuft auch wieder an mit der neuen Folge. Wir haben ein interessantes Bier getestet. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr weiterhin abonniert und schön dran bleibt. Dann sage ich mal liebe Grüße an euch und bis dahin, tschüss, macht's gut und wir sehen uns.